Oh nein. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands. Heute mit einem Special. Wir nehmen die Expertise vom anderen YouTuber unter die Lupe, von Tom Supreme. Der hat eine Burger-Tour gemacht durch Frankfurt, hat 3 Top-Burger, wirklich Top-Burger-Hotspots. Einmal 8,5, einmal 9, einmal 10 von 10 hat er das ausgemacht. Hier bei What's Beef hat er eine 9 von 10 Punkte gegeben. Wir werden gucken, ob der Tom wirklich Ahnung hat oder ob es meiner Meinung nach einfach, ja, Standard-Burger sind. Wir werden da gleich reinfassen. Ich danke euch für eure Kommentare. Ich blende hier oben ein nochmal. Denkt dran, Belohnung ausgesetzt für den, der meinen bisherigen besten Burger top. Hallo alle miteinander. Ich möchte allen danken, die für mich gewotet haben. Ein großes Dankeschön an Holle für den 750-Euro-Gutschein. Sowas auch nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Alles angekommen, alles perfekt. Kuss, Kuss, Kuss. Und viel Spaß euch noch beim restlichen Video. Und jetzt gehen wir rein, Fetzenburger. Okay, ich habe hier noch ein paar Mädels, grüßt euch. Ihr geht öfter hier essen, ne? Nein, es ist das erste Mal. Ehrlich, ne? Ja. Aber ihr habt Empfehlung gekriegt, habt ihr? TikTok. Ja. TikTok? Ja, ich sag dir das. Ja, ich sag dir das. Das will ich sehen. Und deshalb seid ihr hergekommen? Deswegen sind wir hergekommen. Das ist die Macht von Social Media. Guck mal. Ah. Schon mal vom Feeling hier, geiler Laden. Geil aufgemacht, richtig viel Mühe. Mich würde mal interessieren, wie viel das kostet, den Laden so herzurichten. 8,5, nee, 9 Punkte hat er so gekriegt. 9 Punkte. Lieber Tom, ich bin gespannt, ob du Ahnung hast. Man muss dazu sagen, Tom kennt diesen Laden. Laut seines Videos hat eigentlich immer den Cheeseburger genommen. Den wird er wohl eine 9 von 10 geben. Und den werde ich auch testen. Den standardmäßigen Cheeseburger. Ach ja, ganz nebenbei, wir fahren auch zu Urban Ranch. So viele Kommentare von euch. Heftig viel, gerade Top-Favorit. Alleine von euren Kommentaren für den besten Burger Deutschlands. Nur nebenbei, da fahren wir auch noch hin. Guck mal, nichts davon für mich, ne? Aber guckt euch mal die Köstlichkeit an. Hier kann man mit Sicherheit auch geil, wenn man nicht Burger ist, irgendwas anderes. Pommes oder Zwiebelringe, was das auch immer ist. Das sieht echt oberköstlich aus. Das meiner? Perfekt. Das ist mein Cheeseburger. Geil, als wäre es glasiert von oben. Von der Optik einfach schön. Von der Optik mit den Sesam mag ich auch sehr gerne. Die Soße kenne ich irgendwo. Da ist schon eine scharfe Soße bei. Medium auf jeden Fall noch getroffen in der Mitte. Die haben da schöne Gürkchen drauf. Scheint mir selbst gemacht zu sein. Geht in die Richtung von sauren Gurken, diese eingelegten. Aber halt nochmal einen individuellen Touch drauf. Kann irgendwoher diese rote Soße. Hab sie aber nur beim ersten Reinbeißen greifen können. Ich habe extra ganz viel jetzt noch gegessen. Und zu gucken, ob ich die greifen kann, kann ich nicht mehr. Wäre aber auch nicht so relevant für die Bewertung. Auf jeden Fall ein leckerer Burger. Definitiv. So Leute, direkt zur Bewertung. 9 Punkte von Tom finde ich ein bisschen zu hoch. Bin ich nicht ganz der Meinung. Ich finde es ein leckerer Burger, wirklich. Gibt 7,5 Punkte. Ist halt ein guter Burger, aber er sticht nicht raus. 9 ist von mir wirklich ganz oben drauf. Da gehört er zu den allerbesten, den besten, die ich hier gegessen habe. Das langt nicht. Das ist ein guter Burger. Unter den guten Burgern, also ein Standard-guter Burger. Sagen wir mal so, den man sehr gut essen kann, wo ich auch wieder essen würde. Aber da fehlen einfach viele Punkte, wie Fleisch, individueller Charakter, Brötchen, diese Handwerkskunst, die ich da jetzt nicht merke. Aber ein guter Burger. Den kann man sehr gut essen und würde ich auch wieder essen. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Burger. Fat Joe. Fat. Deep Fat. So, Burger Nummer 2. Deep Fat. 8,5 Punkte hat der gute Tom gegeben. Ein Fried Chicken Burger und eine dicke frittierte Zwiebel kriegen wir dazu. Mal gucken, was Tom gesagt hat. Ich blende das mal eben nochmal ein, dann machen wir uns selber ein Bild. Okay, Leute, hier sind die frittierte Zwiebel. Sieht einfach ultra geil aus. Ich wollte es schon immer mal probieren, hab's noch nie gemacht. Mit Aioli wird es serviert. Es schmeckt nach Salz, es schmeckt nach Aioli. Aber so richtig, die Zwiebel hat gar keinen richtigen Geschmack. Ultra entspannt, so als Vorspeise. Aber ich hatte irgendwie gedacht, da kommt noch mehr Geschmack. Also wir sind drin. Kleiner, entspannter, sympathischer Laden. So, hier der schöne Laden.
eine ganz spontane Zutate, was Burger angeht. Wirklich nur Hähnchen, Fisch, Geflügelwürstchen im Maisteig. Das sind die Corn Dogs, die man so aus Amerika kennt. In dem Maisteig drinnen, wo das so ein bisschen aufgeht. Der Renner in Amerika, hier läuft das auch wirklich gut. Und diese eine Zwiebel, ihr habt da irgendwie eine große Zwiebel, die würden wir auch noch nehmen gerne. Ich finde das ja manchmal gar nicht schlecht. Warum muss man irgendwie 100 Burger drauf haben? Man hat einen Burger, also gut, Fischburger kann man auch als Burger nehmen. Man hat zwei. Die schmecken gut, die werden gern gegessen. Da muss man nicht 10 andere. Und ja, man macht das, was man kann. Finde ich ein cooles System. Machen die Brötchen auch selber? Die Brötchen sind auch selber gemacht. Geil, geil. Ja. Bin sehr gespannt. Schönes Brötchen. Hat ein bisschen das Feeling, als wären zwei Unterseiten. Oder als wenn die vertauscht. Das ist so ein bisschen härter, aber ist einfach ein anderes Feeling. Für jeden, der die Welt ein kleines bisschen besser machen möchte, 30 Sekunden Werbung für Motatoes.de, die retten Lebensmittel. Wir wissen alle, es landet sehr, sehr viel auf Müll und gerade auch Sachen, die top sind. Eigentlich kein Problem, saisonale Ware, Weihnachten, danach auf Müll, als wäre es nichts wert. Produktfehler, kleiner Schriftfehler, sonst was. Und die Sachen kommen auf Müll und die sind auch top. Und eben diese Sachen rettet Motatoes und ihr kriegt sie mit bis zu 90% Rabatt im Shop. Mit dem Code HOLLE, auch 15% generell im Shop, kriegt ihr das Ganze günstiger. Wechselsortiment, immer wieder neue Sachen. Für mich als Biofreak, Bioartikel, Klassiker wie Oreo, Nudeln, Snickers, Creme, allen möglichen Kram. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter im Video. Ganz verrücktes Feeling, sag ich euch. Richtig, richtig kross. Ganz verrückt. Die Soße, original wie bei McChicken bei McDonald's. Auch das Feeling, wenn man die Panade beißt. Ist wie bei McDonald's, der erste Bissen Chicken Burger. Die Gewürze, ich sage es euch, ich weiß, das ist nicht so, ne? Aber es hätten die bei McDonald's bestellt, die Patties hier reingeballert. Ich bin kein McDonald's-Fan und ich habe früher McChicken geliebt. Ihr könnt euch dieses McChicken-Feeling vorstellen, nur auf besserer Basis. Ne? Da wird mit Sicherheit mit besseren Zutaten gearbeitet als bei McChicken. Brötchen, sehr cool, sehr weich. Ich bin ein Fan von dem Burger. Ganz ehrlich, von dem Burger bin ich richtig der Fan. Da sieht man auch, hier ist ja mal ein dickeres Stück vom Hähnchen. Das ist klar. Das hat ein Naturprodukt, die macht das hier selber. Da ist nicht jede Scheibe gleich dünn. Edles Ding. Den gebe ich tatsächlich 8,5 von 10 Punkten. Der ist bei mir ganz oben mit dabei, weil ich McChicken liebe. Der ist wirklich in Perfektion. Favorisiert immer noch den, sag ich mal, Rinderburger. Deshalb sind die bei mir noch weiter oben. Das ist ein richtig geiler Burger. Ich schwör's euch, wenn ihr Chicken Burger liebt, haut mich um. Danke, Tom, für den Tipp. Das Chicken ist butterzart, Junge. Für meinen Geschmack. Die Panade muss noch dicker sein. An sich ein richtig geiles Teil. Für Deep Fried Chicken 8,5 von 10. Eine Frage an dich und du musst ganz ehrlich antworten, okay? Habt ihr Connection zu Ronald McDonald? Nein. Nein? Weil ich war sehr überzeugt von eurem Burger, muss ich sagen. Ich habe eine 8,5 von 10 gegeben, weil das mich umgehauen hat. Ich liebe Chicken Burger. Damals von McDonald's habe ich erst kein McDonald's mehr, weil ich das für Müll halte. Und das hat mich original als geschmeckt bei McDonald's. Ich hätte gesagt, du hast Connection mit deinem Urgroßcousin oder so. Bei McDonald's Connection ist der keine Ahnung. Gar kein Fall. Nee? Boah, ich hätte schwören können. Never ever. Aber Kompliment gesehen, ne? No. Also ist als Kompliment gemeint, das ist einer der besten Burger, den ich je gegessen habe. Guckt euch die mal an. Boah. Echt wild auch, wirklich lecker. Hat das so diesen Zwiebelring-Charakter? Tatsächlich anders. Guter Snack, kann man geil hier essen. Kann ich nur empfehlen. Ist natürlich in der Beschreibung auch die Adresse und so. Wenn ihr in Frankfurt Umgebung wohnt, Chicken Burger liebt, bam, hier rein. Jetzt ziehen weiter zu eurer Top Nummer 1 im Ranch. Oh mein Gott, Digga. Diese Soße. Ich komme nicht klar. Das ist eine absolute 10 von 10 und für mich der beste Burger Deutschlands bis jetzt. Also wir sind im Einkaufscenter. Das ist jetzt nicht wundern, das Video bei Tom Supreme war draußen in einem Foodtruck. Das ist jetzt im Einkaufscenter, weil die einen neuen Standort haben. Schaut euch das mal an. Kannst du alles fressen. Da ist der gute Kollege. Das soll halt High-End sein. Ich muss noch mal sagen, ne? Es gibt keinen Burger, absolut keinen, der so oft gefordert wurde für euch wie dieser Burger. Unabhängig von Tom jetzt, aber das hier muss ein Knaller sein. Also da bin ich auch bei euch, wenn das so viele wollen, dann muss es krass sein. Guck mal, wir haben hier einen Kollegen. Was sagst du zum Burger? Ey, der ist mega brutal, wirklich empfehlenswert. Ja? Ja, der Lukas und der Josef haben es auch schon probiert, haben wir auch ein Video gesehen. Ja? Nee, wirklich, es lohnt sich. Und deshalb bist du auch hier wegen dem Video von den beiden, oder? Wegen den beiden, mich nochmal extra helfen. Okay, geil. Also der Burger ist schon eines der besten, die ich je gegessen habe. Ehrlich? Also,
meine Erwartungen waren schon hoch, aber ja, meine Erwartungen wurden schon übertroffen. Ich höre schon gerade, Update von Nusred, sagst du gerade, ne? Nusred und Apache. Und Apache gemischt. Hab ich schon bestellt, was ihr wollt? Ach so, scheiße, was nehme ich? Der eine war, das sah so aus, nicht wie, war so, als wenn ganz viel geschmort, was ganz Saftiges war da. Aber diese Zwiebeln, komm auf beides auf. Irgendwie so, ja. Ich guck noch mal eben ins Video einmal. Also kurz vor euch, ne, ich habe ihm das Video sogar gezeigt, dass ich die Burger krieg, die Tom bestellt hat. Die haben wir hier drauf. Das sah ja so mega saftig aus. Viele karamellisierte Zwiebeln. Und wir schauen jetzt, wie wir das Ding über die Bühne kriegen. Bin übelst gespannt. Wir sind jetzt hier im Gang, weil da drüben ist viel zu laut. Da können wir nicht filmen, das kann man vergessen. Wir haben den CBD Single, ist das. Alles von der Bäckerei, die Brötchen. Und hier haben wir den Chicago Bull. Also erstmal den CBD. Der interessiert mich noch mehr, weil ich den bei Toms Video so gefeiert habe, weil der so saftig aussah. Sah mir gefühlt fast wie Sauerkraut, sah mir das aus. Sauerkraut. Sauerkraut. Du musst das wie der Ansatz vom Gulasch, wenn man die Zwiebeln im Topf schmort. Erster Eindruck. Er ist die schön geschmorten Zwiebeln. Dann hat der Käseflash. Ein guter Käse, der gut dadurch passt. Und dann kommt der Bacon drauf, den ihr ganz präsent spürt. Weiches Burger, Mann. Ich habe ja sowieso einen Smash-Burger. Das heißt, die Röstaromen sind im Vordergrund. Fleisch so individuell wie bei so einem dicken Fleischpatty, wo irgendwie ein geiles Stück Fleisch habt vom Rind. Irgendwie so diesen individuellen Fleischgeschmack ist beim Smash-Burger nie so präsent. Es steht eher dieses Krosse im Vordergrund. Schöne, süße Soße, leichte Curry-Note. Schmeckt alles klar aus. Das ist kein Mischmasch, schmeckt jede Komponente gut. Jalapeno, muss ich einfach wirklich so sagen. Aber da geht dir einer ab. Da geht dir wirklich einer ganz steil ab. Oh nein, Todsünde. Voll das eiskalt. Kann ich krank werden. Mein Magen bombt alles aus. Aber der Chicago Bull. Ganz böse Rösterung. Noch viel mehr als beim anderen Burger. Und alle die, und ich höre das immer mal wieder, die sagen irgendwie, ich habe keine Ahnung oder sonst was. Guck, was ich gesagt habe und teste es einfach. Überzeugt euch von meiner Meinung. Ja, bei diesem Burger zum Beispiel, hat den Charakter Burger King McDonald's. Ich weiß nicht mehr, was von den beiden, ich weiß nicht mehr, welcher Burger. Aber meine Erinnerung ist lange her, dass ihr gegessen habt. Ich schwöre es euch, wenn ihr es esst und, sag ich mal, Fastfood-Ketten-Kenner seid, das ist das Feeling wie einer dieser Burger davon. Geradeaus, wenn ihr reinbeißt, dieses Krosse, diese Konsistenz auch. Ich schwöre es euch. Und hätte ich da nicht das letzte Mal vor 7 Jahren oder so gegessen, hätte ich euch auch den Burger nennen können. Ganz krank. Ich werde kurz in mich gehen. Ich krieg gleich die Bewertung. Achmed sagt übrigens, Hamburg Royal Käse ist das. Vom Feeling her. Großer Cheeseburger bei Mc's. Der Burger ist für mich eine 8,6 von 10. Krasser Burger. Und ich kann absolut verstehen, selbst wenn man den eine 10 von 10 gibt. Ich gehe einfach an mein Ranking. Was habe ich da drüber, was habe ich da drunter? Krasses Feeling außen. Dieses von mir gefühlt Kindheitsfeeling. Ich glaube, wenn ich zwar kein Kind mehr gewesen, würde ich das jetzt bei McDonald's war. Das Ganze nun gut. Und das finde ich immer geil. Die haben gute Zutaten. Die geben Liebe da rein. Dieses krosse außen am Burger. Jalapenos. Diese Soße. Diese Zwiebeln da drin. Es ist einfach ein Gedicht. Das ist ein Gedicht vom Burger. Ich habe selten so ein Herz. Der Burger ist ganz oben mit dabei. Das einzige Kritik irgendwo, Bun geht ein bisschen mehr. Da hätte ich noch mehr Charakter im Bun, dann wäre das noch mal was anderes. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke für eure Kommentare. Ich hoffe, ihr haut weiterhin rein. Ihr supportet mich mit den Kommentaren und Daumen. Und das ist das, was uns weiterbringt, was die Mission leben lässt. Danke auch an Tom für die Tipps. Und ich sage bis zum nächsten Mal.